Hallo Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play House Flipper. Ja, jetzt was neu? Ja, ich habe ein paar, so zwei Aufträge gemacht, die haben mich richtig Geld gebracht, 17.000 ungefähr. Und ja, jetzt, ich habe hier schon angefangen, so, das wäre die erste Zimmer, oder die erste Bereich. Da habe ich mir auch überlegt, einen großen Tisch hinzulegen und ja, mal sehen. Hier die Küche, die habe ich auch neu gestrichen, gefliesen. Auch eine neue Bodenfliese, weil dem andere war irgendwie so dreckig oder ja, nicht mehr so aktuell. Gut, in die Garage muss ich noch etwas machen, aber das kommt noch irgendwann. In die Badzimmer ist auch nicht so viel zu machen, sie wissen das auch. Da haben wir auch schon nicht so viel zu machen. Hier die, ja, die Schlafzimmer, da muss man auch, muss ich mich auch noch anstellen. Und ja, diese Badzimmer hier muss man auch nicht so viel machen, weil das sieht auch relativ alles neu. Aber hier habe ich Laminat, weiße Laminat an die Eingangbereich. Ja, weil das ist die Eingangbereich, oder? Weil hier ist die Garage, ja. So könnte man auch sagen. So, ich brauche das auch nicht mehr jetzt gerade. Verkaufen wir. Und ja, ich werde sagen, mach schön jetzt, könnte man anfangen mit die in die Küche. Erstmal, ja, so viel Geld haben wir, das ist okay für die Möbel und die Einrichtung. Aber jetzt, ja, wir brauchen erstmal eine Waschmaschine, weil wir haben auch die Möglichkeit, eine Waschmaschine zu installiert, so anbaue Waschmaschinen, ja, das möchte ich gern hier ansetzen, aber ja, in die Küche, warum nicht, eine Waschmaschine in die Küche, aber ich frage mich, ich muss erstmal, ich glaube, ich weiß, warum es funktioniert nicht. Weil ich muss erstmal, Moment mal, ja, dieser Mond aufdrehen, ja, ich muss erstmal aufdrehen. Dass jetzt die Waschmaschinenanschluss bereit ist. Okay, jetzt kaufen wir. So, aber jetzt, Moment mal. Aha, okay. Die kommt nicht so. Ja, okay. Ja, stell mal ihre her. So, ich montiere. Ja, die kannst du Sicherheit wegmachen. Ah, erstmal ihr. Ja. Ja. Ich bin verkehre. Nein, diese Schraube, ja. Und diese Schraube, okay. Jetzt diese Schraube, komm raus und diese auch. Und diese auch. Und diese auch. Okay, jetzt. Jetzt die Waschmaschine kann funktioniert. Ja, weil die Sicherheit ist immer wichtig bei der Waschmaschine. So, und jetzt, was kommt noch? Ich habe doch alle Schrauben, oder? Okay. Hä? Aber jetzt, warum geht das nicht mehr? Oh, okay, das gibt einen Fälle. Ja. Ah, jetzt läuft Wasser ohne Ende.
Aber warum? Da ist. Ah! Nein? Ja, Moment mal. Erstmal, ah. Was ist hier los? Warum läuft die ganze Wasser jetzt? Oh. Was habe ich jetzt falsch gemacht mit die Waschmaschinen? So, nochmal. Ah, jetzt, okay. Ja, hehe. okay. Jetzt. Okay. Ja, manchmal, das ist nicht so leicht, so wie man denkt. Okay, aber jetzt die Waschmaschine ist bereit. Okay, Wasser ist gelaufen, aber jetzt mittlerweile, ich sehe kein Wasser mehr, oder? Nö. Okay, gut. Jetzt wollen wir die Küche, gut, durch die Waschmaschine ist auch nicht mehr so viel Platz für die Küche. Aber ich habe jetzt gerade einen Auftrag gemacht und da war ein Küchenzell. Okay, mit Spülbeck. Ja, warum nicht? Weiß, grau, L. Was haben wir für Farbe? Olsene? Ja. Okay, jetzt laufen wir. Ja, weil. Aha, schaut ihr das an? Da könnte man das kombiniert. So, ich werde sagen, machen wir so. Und dann jetzt koffiere ich diese Küchenzelle mit Erdblatt. Schwarz, ja, nein, warum Wenge? Nein. Ah, im Tickbaum, ja. Das passt doch. Aber jetzt, ich muss auch gucken, dass. Es nimmt viel Platz, eh? Aber da könnte man auch ruhige so stellen. Ja, warum nicht? So schiebe ich vielleicht das darüber. Oder das gerade. Ja, optimal. Hier werde ich jeden Tag das Essen für die ganze Familie zubereiten. Ah ja, natürlich, natürlich. Gut, jetzt, da ich könnte leider keine Lüftung ansetzen, aber es ist okay. So, jetzt, ich will noch einen Kühlschrank, einen Kühlschrank installiert. Aber am besten die Kühlschrank machen wir hier neben dran. Und was haben wir? Moderne enge Geschränke, ja, das könnte man auch machen. Ein Tickbaum, ja. Da muss ich auch jetzt gucken, dass irgendwie machen wir das auch. Ah, an die Fliese geht das nicht, ja, das war klar. Und ihr wäre das auch zu hoch, oder? Ja. Doch, es geht auch. Es geht auch. Ja, dann machen wir so. Dass die haben auch Schränken. So ein paar Schränke für die Küche. Sowieso, ihr sind auch welche auch. Okay. So, dann. Was ich wollte jetzt ist die Kühlschränke. Ja, komm. Nehmen wir diese. Dunkelbraune Kühlschränke ihre. So, aber ich muss erstmal, ja, ich muss das drehen, weil sonst, das ist auch nicht gut. Okay. Der Kühlschrank ist da.
Ja, es passt schon. Und dann, ja, was könnte man noch machen für die Küche, weil das ist eine kleine Küche. Aber gut, da ist genug Arbeitsplatz und ja, so die kleine Erdplatte lang doch vorliege. Aber jetzt, okay, dann machen wir, rühren wir jetzt eher die Esszimmer, ja. Weil jetzt haben wir auch schon so Tischlimme, Tisch Andrea, einfacher Tisch, aber Esstisch war klassischer Esstisch, ah ja. Im Weißbraun, ja, im Braun, hopp. Da könnte man auch gerade sagen, machen wir die in die Mitte. So. Jetzt. Eine schöne Esstisch. Oder? So, jetzt machen wir Stuhl. Werde ich auch sagen, weil ein Esstisch ohne Stuhl wäre auch nicht gut. So, Stuhl, Stuhl, Stuhl. Was brauchen wir für Stuhl? Stuhlmauer, klassischer Stuhl, Stuhl Frühlingssessel. Nein, ich glaube, da nehme ich diese Stuhlmauer, weiß Beine, im Weiß, ja. Farbe, was haben wir? Creme, Rot, im Rot, nee. Graublume, okay, ja, das könnte man machen. So, da kaufen wir auch 6 Stück oder so. Das passt auch, 6 Leute an dem Tisch, an diesem Tisch. Und sowieso in die Küche bin ich auch noch nicht fertig. Ich könnte noch Mikrowelle installieren. Ich habe es auch vergessen. So, jetzt drehen wir das. Ja, wie gesagt, 6 Leute an diesem Tisch passt auch schon. Da ist auch genug Platz. Und sowieso in das Aus. Es ist ein Luxus aus. He? Dann muss man auch denken, dass wir können auch ruhige Besuche haben in das Haus, weil ja, da ist genug Platz. So, aber jetzt, okay. Okay, Esstisch haben wir schon. Ah, sieht gut aus, oder? Kleiner Esstisch. Aber gut, ich bin noch nicht mal fertig, ja, weil da kommt noch einige Sachen noch dazu. Wo war das noch? Außen Altwaren. Erst einmal ein kleiner Wasserkocher, das könnte man noch anstellen. Ja, machen wir hierher. Wegen die Warmwasser in die Küche, das ist immer wichtiger. So, was haben wir? Induktionsherde, Elektrischherde, Gasherde, Elektroherde. Nein, das ist Heizung. Denke ich mal, die letzte Mal habe ich etwas gemacht, aber das war nicht eine Elektroherde. So, Deckventilator, das kommt man auch installieren irgendwann. Okay, aber beim Sonstiges ist das die andere Sache, Mikrowelle, Wasserkocher, ja, das könnte man jetzt auch schon kaufen, die Wasserkocher. Das die haben auch was zum Kochen. So, aber wo
Wo ist meine? Ah, eine Uhr, ja, wie immer. Das könnte man auch kaufen. Dass die Leute sehen, auch wie viel Uhr ist das? Wenn die frühstücken morgens oder so. So, jetzt. Waschkorb, ah, das könnte man auch kaufen. Ein Waschkorb. So, Waschkorb neben die Waschmaschine. Es ist perfekt. Aber wo ist die Mikrowelle jetzt? Ja, jetzt Mikrowelle. War das nicht beim. Ne, TV. Ah, TV. TV-Wifi war das. Okay, Mikrowelle. Jetzt kaufen wir auch eine Mikrowelle. Ja, die machen wir auch. Gerade. Ich werde sagen, machen wir die Mikrowelle neben die Erdplatte. Oder? Ah, ich habe eine Idee. Machen wir noch ein Induktionsblatt nebendran. Ja, weil. Mit zwei. So, mit zwei Kochteile, das ist auch nicht so viel, weil da sind auch sechs Leute. So, da ist Platz für sechs Leute. Kaffeemaschinen, ah ja, Kaffeemaschinen. Sehr gern machen wir auch eine Kaffeemaschine dran. Aber ich muss das auch drehen. Ja, jetzt machen wir die Total. Jetzt machen wir eine Luxus-Wohnhaus. Also, Sie haben auch gesehen, dass mittlerweile kassiert man auch viel Geld, wenn man richtige Sachen ansetzt. Und ja, so, was könnte man noch machen? In die Küche. Da ist nichts mehr, okay. Haushaltsware. Ja, machen wir Induktionsherde. Jetzt kaufen wir das auch. Ja, das ist. Da ist noch eine Plus für die Wohnung. Wo ich denke mal, da könnte man auch ruhig die Elektrikherde ansetzen, aber gut. Ich denke, Mikrowell ist da, dann Gasplatte. Gas ist auch da, okay. Was machen wir noch jetzt gerade? Das haben wir. Aber die Elektroerde, ich glaube, das ist kein. Ja, das ist. Heizung ist das. Aber Klimaanlage, ich habe es auch nicht gesehen. Haben wir auch Klimaanlage überhaupt? Ah ja, ein Bauklimaanlage. 6, ja, 6.000 habe ich gedacht, aber nein. Wo wäre das gebaut? Wo wäre das gebaut hier? Ich habe keine Ahnung, wo wäre das gebaut. Aber ich sehe schön, dass man können das anstellen, aber wo? Muss das überhaupt Klimaanlage? Wo muss das jetzt gehen? Ich muss einen ansprechenden Platz was finden, um das zu montieren. Ah, okay. Könnte man das statt Heizung das machen? Über die Heizung? Ich glaube nicht. Nein, nein, ich glaube nicht. Oder muss man das oben an die Wand bringen? Aber ich glaube nicht. Weil Sie sehen, dass die Teil bewegt sich, aber das ist immer rot. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, diese Klimaanlage. Anbaue Klimaanlage. So,
War man noch immer noch an die Küche? Elektrische Erde, weil das gibt einen Backofen, aber egal. Da brauchen Sie das auch nicht. So Lampe, ja. Da könnte man auch sonstiges. Messerständer, ja, das nehmen wir mit. Machen wir auch wieder in die Küche. Ja, so wie die letzte Mal, machen wir auch. Es ist auch nicht schlecht. So, Schneidbrett. War das? Das war auch da. Ja, okay, Schneidbrett. Okay. Gut, ich meine jetzt die Küche ist tipptopp, oder? Vielleicht sollte man noch irgendwie noch was machen als Deko danach, aber okay, Licht, Beleuchtung brauchen wir. Deckelampe. So, Deckelampe, ich werde sagen, Mama etwas rechteckige, ja, rechteckige. Gelbe machen wir, Edelstahl, Dunkelesche, ja, sieht gut aus. So, aber jetzt Schalter ist auch bestimmt auch kein in die Küche, oder? Nein, da ist keine Schalter für die Licht. Okay, das muss ich auch jetzt ansetzen. Aber es ist eine schöne Küche, oder? Für mich persönlich, ich werde sagen, ich bin sehr begeistert über diese. Okay, Schalter betätigt. Und schauen wir über die Licht. Ja, es langt. Es langt voll mit Licht. So, aber jetzt. Ja, die Küche. Schon fertig. Gut, ein paar Dekorationen kommt noch, aber es ist eine schöne Küche, muss ich zugeben. Da haben Sie auch gesehen, da haben wir auch was neu gemacht. Eine Waschmaschine jetzt ist am Start und Kaffeemaschine. So, jetzt machen wir weiter mit die Esszimmer. Da habe ich auch gesehen, das gibt auch ein paar Schränke. Auch besondere. So, Vitrineschränke. Stilvoll, Kommode, nein, wollte man nicht. Aber wo waren die? Vitrine. Ah, Vitrine. Ja, das kaufen wir auch. Pflichte, Kirschholz. Detail, in Kupfer, ja. Das könnte man jetzt machen. Ja, in eine. Esszimmer sind immer so. Da brauchen wir immer Platz für Teller und ja, Gläser. Ich kriege hier nicht alle meine Dokumente. Ja, hallo, das ist nicht für die Dokumente. Hallo. Aha, jetzt die Leute denken, das ist für Dokument. Okay, wenn sie möchte, für Dokument. Okay. Ich habe mehr gedacht über eine Schränke in die Esszimmer. Aber gut, wenn die Leute denken. Schränkgranino, ja, okay. Glas, ah. Ja, warum nicht? Ist auch was Schönes. Ah, das nimmt auch viel Platz. So, aber jetzt an die Wand, bitte. Ah, ich hab's nicht. Ich war kurz neben dran, ja. Ah. So, jetzt. Okay. Ja, jetzt sind die Esszimmer, da sind ein paar Möbel, oder? Sowieso in ein Esszimmer kommt immer Möbel. Ne?
Das muss auch nicht leer sein. Okay, was könnte noch mal? Ja, die blaue, ich hoffe, das passt für euch. Aber ich denke mal auch, das gibt einen Kontrast. Guck, schaut ihr das an? Die Wohnzimmer ist etwas mit Holz. Und dann die Steine wegen die Kamine. Und dann ihr im Blaue, ja. Es gibt eine schöne Überraschung, Kontraste. So. Was machen wir noch? Ihr in die Arbeitszimmer, so in die Esszimmer, werde ich auch sagen. Ah, jetzt haben wir Ihre Kommode für das Esszimmer. Okay. Mahagoni, oh, das ist auch nicht schlecht. Braune Detail. Ja, das nehmen wir auch mit. Aber wo könnte ich das jetzt einsetzen? Weil irgendwie darf ich so viel Möbel jetzt oder passt das so? Nein. Ah, schade. Schade, schade, schade. Okay, ich muss ein Möbel wegmachen. Okay. Hoppla. Ich werde sagen, ich verkaufe diese Möbel darüber, weil ja, das bringt mir nicht so weit, wenn ich habe. Aber in Weiß, nein, ich wollte braune, okay. Aber die Tür im Weiß, das war auch nicht schlecht. Wow, machen wir so. So. Okay. Das gibt jetzt zwei schöne Schränke. Gut, eine, die haben gemeint für. Ich schicke nicht ihr alle meine Dokumente. Aber das ist nicht Dokument. Hallo. Nun muss es genug Platz geben für alle meine Bücher. Ja, das ist nicht für Bücher. Die Leute wollen unbedingt. Unbedingt. Platz für ihre Unterlagen, ja, alles, was man auch nicht unbedingt braucht. Aber gut, so Heizung. Ich mache die Heizung mit euch und dann mache ich auch diese Part am Ende. So langsam mit euch. Und es geht noch weiter, immer noch. Okay, Heizung ist da. So, was könnte man noch jetzt noch reinbringen in diese Esszimmer? Ja, ich werde sagen, ist noch Platz für eine Kommode. Eine kleine Kommode. So, Schränk und. Moderne. Enge. Regal, okay, aber nein, ich wollte eine kleine Kommode. TV-Schränke. Ja, ihr. Ist was gut. Weiß. Nüsse. Eiche. Oh ja, im Eiche. Warum nicht? Aber passt das nebendran? Ist noch die Frage. Ah ja, doch, das passt. Ah. Dann haben wir auch mehr Möbel in die Esszimmer, das auch nicht so leer aussehen. Gut, der Schrank ist auch geschmackvoll, aber. Gut, ich denke, das passt auch schön. Ne? Wenn die sind nicht zufrieden, die sollen das auch verkaufen. Aber hier ist noch mehr Platz. Ne? So, was haben wir noch? Licht haben wir auch. Lichtschalter. Habe ich überhaupt keine gesehen. Oder? Nein. Da ist keine Schalter. So, Iri. Dann machen wir auch noch einen Schalter. Und dann mache ich auch diese Part am Ende. Und nehme ich noch eine andere Folge für euch. Dass wir haben auch wieder Material für die Woro. Hoppla.
Machen wir hier die Schalter. Jetzt schalten wir die Lichter an, zu sehen, ob das gibt genug Helligkeit. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, gut, die Kommode ist noch Geschmack. Geschmackssache, aber es passt, es passt. Trotzdem, da ist noch mehr Möbel, die Esszimmer auch nicht so leer aussieht. Okay, ich bedanke mich noch für Zuschauen. Ich mache eine neue Folge jetzt gerade und dann, ja, wir sehen uns noch auf meinem Kanal. Sie haben auch Spaß gehabt mit mir. Das ist jetzt die neue Eindrücke über das Kaufmannshaus. Und mal sehen, was kommt noch dazu. Ich wünsche euch alles gut und ciao, mach's gut.